Gerade in der Zeit, wo immer häufiger Erdbeben auftreten, fragt man sich, wie lange das Leben auf der Erde noch möglich sein wird. Wann wird der Tag X uns einholen und das Leben auf der Erde vernichten? Oder wie wird das Leben auf der Erde ausgelöscht? Ich habe mal 4 Naturkatastrophen herausgesucht, die das Leben auf der Erde verschwinden lassen würden. Die mörderische Sonne. Weil der Wasserstoff im Inneren der Sonne, welchen sie für ihre Kernfusion benötigt, aufgebraucht ist, wird sich die Sonne in etwa 6 Millionen Jahren wahrscheinlich um das 150-fache aufblähen. Dieses Ereignis könnte dazu führen, dass unsere Erde entweder verschlungen oder ziemlich brutal geröstet wird. Gammablitz. Gammablitze sind nicht selten. Wir können sie sogar am Nachthimmel sehen, wenn wir genau hinschauen. Doch solange sie der Erde nicht näher als 3000 Lichtjahre kommen, stellen sie für uns keine Gefahr dar. Wenn es jedoch dann mal geschieht, ist die Existenz der Lebewesen auf dem blauen Planeten gefährdet. Denn binnen weniger Sekunden wird dabei mehr Energie frei, als die Sonne von Milliarden von Jahren abgibt. Wer bei diesem Ereignis nicht gleich gegrillt wird, stirbt spätestens bei einem der Folgen, die ich jetzt noch ausführen werde. Im Falle eines Gammablitzes, der näher als 3000 Lichtjahre entfernt ist, würde wahrscheinlich aufgrund der kurzen Dauer nur eine Erdhälfte betroffen sein. Erstmal. Denn die Strahlung wird in unserer Atmosphäre absorbiert und dort löst sie dann eine verheerende Kettenreaktion aus. Die Ozonschicht würde durch das Freiwerden großer Mengen Stickoxide stark beschädigt werden. Das Erdklima wird sich drastisch verändern und Hungersnöte wären eine mögliche Folge. Des Weiteren würde durch den Verlust unserer Ozonschicht deutlich mehr UV-Strahlung von der Sonne auf unsere Erde treffen. Dies könnte Gendefekte bei den letzten Lebewesen hervorrufen. Die Supervulkane. Es gibt insgesamt wahrscheinlich 9 Supervulkane. Wenn auch nur einer davon ausbricht, würde sich die Menschheit in einer nie dagewesenen Krise befinden. Durch die Aschewolke, die einen Ausbruch zur Folge hätte, würde der gesamte Erdball verdunkelt werden. Ich sag's mal so, die Klimaerwärmung wäre dann unser kleinstes Problem. Denn das Thermometer würde stark in die Minusbereiche absinken. Wir hätten wahrscheinlich mit Hungersnöten und Flüchtlingsströmen zu kämpfen. Durch das fehlende Tageslicht würden Pflanzen nicht mehr gedeihen. Wir hätten nur noch tierische Produkte zu essen, aber die würden auch bald verschwinden, da man die Tiere nicht futtern könnte. Wahrscheinlich ist es möglich, die Katastrophe zu überleben, aber man müsste zu unmenschlichen Mitteln greifen, um zu überleben. Zudem wäre die Weltbevölkerung stark dezimiert. Meteoriten. Auch dies ist eine Gefahr, die uns tagtäglich begleitet. Denn täglich prasseln mehrere davon auf die Erde nieder. Die meisten jedoch verglühen und der klägliche Rest verschwindet im Meer. Doch da draußen fliegen noch Brocken mit einem Durchmesser von mindestens 1 Kilometer umher. Würde einer dieser Meteoriten auf die Erde treffen, könnte ein ganzer Kontinent verwüstet werden. Die Folgen daraus wären Wolken aus Feuer und Säure, die tausende von Kilometern weit fegen würden. Auch die Sonne würde durch einen Staubschleier verdunkelt werden. Das Resultat wäre ähnlich wie bei einem Supervulkan.